Nachdem ich das letzte Mal die A229 Pro vorgestellt habe, kommen wir jetzt zur etwas abgespeckteren Version, die A229 Plus. Die A229 Plus hat nach vorne statt der 4K von der Pro nur 2K bzw. 1440p, nach hinten 1440p und nach innen 1080p. Damit hat Viofo eine etwas günstigere Variante mit dem Starvis 2 Sensor und den 2K nach hinten raus geschaffen. Man darf hier natürlich nicht die 4K Qualität von der Pro erwarten, deswegen ist der Vergleich damit so ein bisschen schwierig. Im Vergleich zu anderen 1440p Varianten ist die Kamera aber in Ordnung. Und ich meine, das schlägt sich ja auch im Preis nieder. Und der ist ohne Rabatt bei Gradmatz 230 Euro für drei Kanäle und 200 Euro bei zwei Kanälen, wenn man auf die Innencam verzichtet. Das ist, würde ich sagen, eine richtige Kampfansage und macht meines Erachtens die Cam für ein schmaleres Budget zum absoluten Preis-Leistungssieger. Aber die Frage ist ja erstmal, was bekommt man denn überhaupt, wenn man die Cam kauft? Ganz oben in der Box liegt ein Installationssinnbild, dahinter dann die Kameramodule. Das Frontmodul, das Innenmodul und das Heckmodul. Auf dem Zwischenboden ist der Papierkram und zwei elektrostatische Montagesticker. Unter dem Zwischenboden dann die Verbindungskabel zur Innencam und Heckcam. Und dann gibt es noch einen schönen 12V Zigarettenanzünderadapter und das passende USB-A auf USB-C Stromkabel. Hinzu kommt zu guter Letzt noch das kürzere USB-Kabel, wenn man die Cam mit dem Computer verbinden will, das Moon-Target-Tool und Ersatzklebepads. Wie auch bei der damaligen A229 schauen bei der A229 Plus den Fahrern Bildschirm, 5 Status-LEDs und 5 Knöpfe an. Der wichtigste zum Protecten ist von den anderen unterscheidbar und etwas abgehoben, leider aber sehr nah am Mikrofonknopf. Auf der linken Seite finden wir das Hard-Reset-Loch und den USB-C-Anschluss für die Heckkamera. Auf der rechten Seite finden wir einen Mikrokarten-SD-Slot und einen Klinkenstecker für die Innenkamera. Dem Straßenverkehr zugewandt ist die Linse natürlich und die GPS-Halterung, mit der man die Kamera in die Fensterscheibe einbaut. Die ist rausklickbar und somit kann man die Kamera theoretisch entfernen. Bei den Satellitenkameras, wie ich sie nenne, hat die Innenkamera Unterstützung von Infrarot-LEDs, dass man im Dunkeln auch im Innenraum was sieht. Und die Heckkamera und die Innenkamera sind um 360 Grad rotierbar und haben beide einen USB-C-Video-Out-Anschluss. Das bedeutet, wer aufgepasst hat, dass die Innenkamera mit einem Kabel angeschlossen wird, was auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite einen Klinkenstecker hat. Zubehör für die Kamera ist theoretisch das Hardwire-Kit mit USB-C-Anschluss und die Fernbedienung. Damit hätte man auch das Problem, dass man aus Versehen auf den Mikrofon-Mute-Knopf kommt, gelöst. Zu guter Letzt gibt es noch den CPL-Filter, der die Spiegelung des Armaturenbretts in der Windschutzscheibe rausnimmt. Bei der Pro war der ja inbegriffen, bei der Plus muss man sich dazu kaufen. Bei der verwendeten Speicherkarte sollte man auf U3 A2 V30 achten und eine High-Endurance-Karte ist natürlich für den dauerhaften Gebrauch in Dashcams empfohlen. Für die neue Generation an Kameras hat Viofo jetzt SD-Karten rausgebracht, die laut denen noch härter im Nehmen sind. Die empfohlene Platzierung der Cam ist rechts halb hinter dem Innenspiegel. Achtet darauf, dass die Scheibenwischer vor der Linse vorbeikommen und dass die Cam gerade hängt. Man kann die Linse ja nur hinterher hoch und runter einstellen. Auch wenn die Klebepads rückstandsfrei entfernbar sind, ist der Ausbau irgendwann, wenn man das mal macht, mit dem Zwischenlegen der elektrostatischen Sticker angenehmer. Dann muss man die Kabellage anschließen. Wenn man die hinter den Innenverkleidungen versteckt, dann hängen die Kabel auch nicht so rum wie bei mir. Ich habe sie ja nur provisorisch und in Kombination mit anderen Cams und deren zusätzlichen Kabeln da drin. Was ich aber tatsächlich etwas blöd finde, ist das Innenkamerakabel. Wenn man die Innencam oben irgendwo in der Nähe der Frontkamera montiert, ist es zu lang. Wenn man die Cam aber wie ich unten in die Scheibe klebt, ist es entweder quer durchs Sichtfeld oder halt zu kurz. Bei der 139 habe ich nämlich ein längeres Kabel zugekauft und es einmal so um die Windschutzscheibe bis unten in die Mitte verlegt. Inzwischen weiß ich übrigens, wo man ein langes Viofo USB-Klinkekabel herbekommt. Einmal natürlich bei Viofo selber, mir haben sie eins nachgesendet und bei DDG unter dashcam-shop.com, da habe ich auch noch einen Code und selbst ein zweites gekauft. Die A229 Plus braucht ungefähr 1,1 Ampere, das sind umgerechnet knapp über 6 Watt. Das ist für so eine Kamera ein relativ guter bis niedriger Wert. Alternativ könnt ihr die Kamera natürlich mit dem Hardwire-Kit anschließen, wie üblich, Rot an Dauer Plus, Gelb Anzündungs Plus und Schwarz an Masse. Wenn ihr dann mit dem Hardwire-Kit den Parkmodus nutzt, hat das Hardwire-Kit den Batteriewächter. Es schaltet also die Kamera aus, wenn die Batterie so schwach wird, dass man Gefahr läuft, dass das Auto nicht mehr anspringt. Ich finde, dass die Kamera keine Sichtbehinderung darstellt
Und denkt dran, ich habe die Kabel jetzt nicht unfassbar ordentlich verlegt. Also die kriegt man fast komplett versteckt, wenn man es drauf anlegt. Da die Cam einen Bildschirm hat, ist man nicht auf die trotzdem übersichtliche Video-App angewiesen, sondern kann alles direkt an der Kamera einstellen. Die App ist dann demnach nur on the road interessant, wenn man spontan einen Clip runterladen muss, um zum Beispiel der Polizei den Unfallhergang zu zeigen. Die Menüführung ist einfach, die Symbole verständlich, notfalls ist aber alles in der Anleitung gut erklärt. Während der Fahrt kann man sich zum Sichern eines Ereignisses entweder auf den in seiner Intensität einstellbaren Erschütterungssensor verlassen oder manuell sichern. Hier kann man entweder nach dem Knopf an der Kamera tasten, die optionale Fernbedienung verwenden oder sogar bei der Kamera Sprachbefehle verwenden. Lock the video. Die umfassen sogar noch mehr Funktionen außer das Videosichern, allerdings triggern die manchmal bei einem normalen Gespräch, weil hier zum Beispiel ein Keyword wie Hey, Biofo fehlt. In dieser kleinen Klappschirm halt. Hä? Doof wird's dann natürlich, wenn man aus Versehen zum Beispiel das Mikrofon mutet, aber im Gegensatz zu anderen Kameras ist es mir bei der Kamera hier zufälligerweise nicht passiert. Angeschaltet war die Funktion aber immer. Sichert sie genug? Ja. Wenn man innerhalb von 15 Sekunden an einer der Clipgrenzen speichert, wird der angrenzende Clip mitgesichert. So ist immer die Vorgeschichte oder die Nachwehen von der Situation dokumentiert. Im Video werden Hersteller, Geschwindigkeit, Koordinaten, theoretisch links und rechts vom Modellnamen jeweils 11 Ziffern Text, Datum und Uhrzeit angezeigt. Alles ist komplett und voneinander unabhängig an- und ausschaltbar. Zusätzlich wird je nachdem, ob es aktiv ist, auch HDR angezeigt. Aber wie nimmt die Cam denn jetzt so auf? Fazit vorneweg, für den Preis und im 1440p-Segment sehr gut. Vorteil ist natürlich die 1440p auch bei der Heckkamera. HDR-Einstellungen empfehle ich wie bei der Pro, bei Tag aus, bei Nacht an, wenn zu faul, immer an. Warum genau, habe ich im A229 Pro-Test erklärt. Kommen wir zum Standbildvergleich mit eingeschaltetem HDR. Die 4K-Cams spielen natürlich in einer ganz anderen Liga. Aber im Vergleich zu A139 der alten Version mit 1440p macht die A229 einen wirklich guten Job. Zum Heckkameravergleich muss ich leider sagen, dass ich die A229 Plus ein bisschen zu hoch eingestellt habe und durch die schwarze Katzentreppe die Belichtung hinter der Katzentreppe quasi zu hell ist. Eigentlich hat die ein zur A229 Pro identisches Rückkamerabild, aber hier sieht man mal, was passiert, wenn die Kamera zu steil in den Himmel filmt zum Beispiel, weil dann ist die Belichtung ähnlich und so Side-by-Side musste ich echt krass über das Ausmaß von sowas schlucken. Was die Innenkamera anbelangt, jo, 1080p, man erkennt alles Nötige, zum Beispiel, dass ich angeschnallt bin, dass ich nicht telefoniere und dass ich einen Schulterblick gemacht habe. Wenn es dann dunkel wird, ist das Ganze Infrarot unterstützt, das schaltet sich automatisch an und aus, wenn man es so einstellt. Und so ist man auf der sicheren Seite. Allerdings kann es natürlich sein, dass Leute nicht gefilmt werden wollen oder das halt als unnötig empfinden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wie bei der A229 Pro, sich die Innenkamera zu sparen, also gar nicht erst zu kaufen, günstiger wegzukommen. Allerdings konnte ich hier tatsächlich bei den Bitraten, wenn ich auf Zweikanal umstelle, keine Verbesserung wahrnehmen. Also hat man tatsächlich nur den monetären Vorteil, dass es ein bisschen weniger kostet. Was schade ist, ihr könnt den frei gewordenen Klinkensteckeranschluss nicht für ein externes Mikrofon verwenden, nur falls ihr euch gefragt habt, ob das funktioniert. Ja, Links für die Zweikanal-Version, die habe ich dann auch unten in der Beschreibung. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt, weshalb die Kamera günstiger ist als die A229 Pro. Ich habe hier mal den Clip vom A229 Pro-Test hergenommen. Und dort sind die Kennzeichen auf jeden Fall sehr viel besser lesbar als hier. Ich kann euch auch erklären, warum. Sobald die Kennzeichen da links in den Bereich kommen, sind sie weder bei der einen noch bei der anderen lesbar, weil da das Auto so schnell ist, dass alles verwischt. Das bedeutet, der Bereich, wo die Kennzeichen lesbar sind, weil sie langsam genug sind, ist ungefähr dieser Kasten hier. Und jetzt hat natürlich eine 1440p-Kamera den entscheidenden Nachteil, dass sie dort weniger Informationen weniger präzise abspeichern kann, weil der Sensor einfach nicht so eine hohe Auflösung hat. Also man kann das Kennzeichen bei hohen Geschwindigkeiten vielleicht nur gerade so vielleicht erahnen, aber vielleicht ist es das ja wert, wenn man ein bisschen Kohle sparen will. Im Vergleich zu anderen 1440p-Kameras ist das Bild aber immer noch wirklich gut, deswegen war das gerade alles so ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Gut, zwei Fehler, die mir bei meiner Vorserienkamera aufgefallen sind, haben sie mit einem Firmware-Update rausgepatcht. Das war einmal, der GPS-Stempel hatte Probleme und ich konnte die Fernbedienung nicht verbinden. Aber inzwischen ist das alles behoben und ich muss sagen, die Cam gefällt mir wirklich sehr gut. Die wird jetzt auch in den Volvo vom Rheinhändler einziehen, also die bleibt auf jeden Fall in meinem näheren Einzugsbereich, weil ich finde, das ist wirklich eine schöne Kamera für den Preis. Also Gesamtfazit,
Eine schöne Kamera für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, natürlich nicht das Beste am Markt, weil das ist ewig viel teurer. Oh, der zieht aber ab. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Review etwas weiterhelfen. Wenn ihr jetzt die 1440p ausreichend findet, findet ihr den Link dafür für unten in der Beschreibung. Sonst habe ich auch die A229 Pro verlinkt. Einmal bei Viofo direkt, einmal ein Amazon Affiliate Link, dann White & Black Shop wie immer. Und jetzt seit neuestem auch ein Link zu DDGs Shop, der ja gerade am Wochenende online gegangen ist. Falls ihr bei den jeweiligen ein bisschen sparen könnt, stehen die Rabattcodes dahinter. Bei WNB und bei DDG müsst ihr da im Einkaufswagen in das Couponfeld den Code eingeben und anwenden. Vielen Dank, ich kriege für alles dann jeweils immer eine Provision, eine kleine, dass ich weiterhin so detaillierte Tests machen kann. Und ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder eine Kamera review. Bis dahin, euer Horsi.